Diese kleinen Hawaii-Pizzataschen aus Blätterteig schmecken warm genauso gut wie kalt und sind ein toller Party-Snack. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes müssen die Zutaten vorbereitet werden. Dazu wird hauchdünner Kochschinken in kleine Streifen geschnitten und Dosenananas gewürfelt. Achtet darauf, dass ihr die Ananas vorher mit Küchenpapier abtupft, damit nicht zu viel Flüssigkeit in die Füllung kommt. Dann geht's auch schon mit dem Blätterteig weiter. Am besten eignet sich der aus dem Kühlregal. Ihr teilt ihn in 6 gleiche Stücke und bestreicht sie anschließend mit Tomatenmark. Darauf kommen getrockneter Oregano, geriebener Gouda oder Emmentaler, der Kochschinken und die Ananasstückchen. Dann werden 2 gegenüberliegende Ecken des Blätterteiges über die Füllung gelegt und vorsichtig zusammengedrückt. Anschließend werden die Pizzataschen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und mit dem restlichen Käse bestreut. Danach kommen sie bei 180 Grad Umluft ca. 20 Minuten in den Ofen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.